Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für meinen Testbericht zum Huawei P-Smart 2019 oder auch dem Huawei P-Smart 2019. Ich hab's mir hart gegönnt. Das habe ich mir jetzt gerade nicht ausgedacht. Das ist wirklich der Marketingspruch, mit dem Huawei dieses Gerät in Deutschland bewirbt. Bei uns in Düsseldorf ist der komplette Hauptbahnhof damit zugepflastert. Gönn's dir hart. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, wenn ich es mir hart gönnen wollen würde, ob ich mich dann für das P-Smart 2019 entscheiden würde. Aber der Reihe nach. Ich habe dieses Gerät jetzt genau 2 Wochen lang getestet. Am Anfang nur das Gerät, dann auch mit anderen Geräten verglichen, wie auch dem sehr, sehr, sehr ähnlichen Honor 10 Lite und natürlich auch noch anderen Geräten. Ich habe auch nochmal den Vorgänger, das P-Smart ohne Jahreszahl rausgekramt, damals noch mit einer schönen Alu-Rückseite und das damit auch verglichen. Wir gehen gleich in die Nahaufnahme, da gehen wir die einzelnen Punkte zu diesem Gerät durch. Ne? Das Gerät von außen. Mann, okay, optisch, farblich sieht das ja schon einigermaßen ansprechend aus. Aber wenn ich mir angucke, wie zerkratzt und mitgenommen diese Rückseite nach nur 2 Wochen bei mir schon ist, dann will ich nicht wissen, wie dieses Gerät altert. Dann, ich zeige euch das Display, sieht natürlich schön auf. Darauf mit kann das Gerät im Schnitt eigentlich gut punkten. Lautsprecher, yeah. Kamera, yeah. Performance, yeah. Akkulaufzeit, boah, kann man durchgehen. Ich habe wieder alle Messwerte schön auf dem Poster zusammengeschrieben. Dann reden wir noch über sonstige Dinge. Entsperren per Gesicht, Fingerabdruck, Sensor, Kameras natürlich, um das auch noch zu vergessen. Und noch andere Sachen wie Micro-USB, Kopfhöreranschluss, Telefonqualität und. Bevor ich aber jetzt in die Nahaufnahme gehe, sage ich noch so meine erste Einschätzung. Das Gerät bitte nur in die engere Wahl ziehen, wenn es nicht zum UVP von 250 Euro am Markt ist, sondern eigentlich 200 oder drunter ist. Und vor allem auch mal, wenn man den Huawei-Konzern nehmen möchte. Ich weiß nicht, warum sie die Kiste rausgebracht haben, wo eigentlich das Honor 8X auf dem Markt ist, wo ein paar andere Geräte auch noch auf dem Konzern auf dem Markt sind. Es sind so ein paar Sachen, die mich hier leider noch dran stören, dass sie dieses Kiste jetzt einfach nur mal zusätzlich auf den Markt geworfen haben. Und der Markt ist auch der Grund, warum sie es rausbringen, weil es gekauft wird. Das sind diese typischen Geräte, die dann, was weiß ich, für 1 Euro zum Vertrag mitgegeben werden oder beim Elektromarkt ausliegen. Und die Leute nehmen es dann einfach groß und gerne mit. Und wenn ich dann überall noch lese, das Preis-Leistungs-Mittelklasse-Gerät. Nee, für das ist so. Für mich persönlich sage ich ganz klar, für dieses Leistungsniveau, auch in dem Jahr Anfang 2019, das war es auch letztes Jahr schon, mit der Kameraqualität, mit der Performance und mit vor allem auch mit den Updates, die da nicht mehr so großartig kommen werden, das ist eigentlich das, wo ich sage immer Einstiegskategorie. So, damit solltet ihr als Smartphone, auf das ihr, was für viele Leute da draußen das haupttägliche Elektrogeräten sind, die 1, 2, 3, 4 Stunden am Tag auf sowas gucken, da dann schon auch, ne, da muss man in meinen Augen schon 200 Euro Pi mal Daumen anpeilen und damit liegt und diese ganzen 100 Euro oder 120, 130 Euro Gurken oder sowas, die frisch rauskommen, nicht jetzt vernünftige, die inzwischen so wenig kosten oder sowas, links und rechts liegen lassen, aber das führt jetzt viel zu weit. Ihr wollt ja was zum P-Smart 2019 wissen, deswegen gehen wir jetzt auch in die Nahaufnahme und da haben wir das gute Stück 6,21 Zoll, zum Display kommen wir aber gleich, erstmal das Gerät von außen. Ich habe es jetzt nicht geputzt und auch die Displayschutzfolie ist noch drauf, hat bisher erstaunlich wenig Kratzer gefangen, das Ding, und man merkt so ganz leicht nur am Rand vom Wischen. Normalerweise ziehe ich die dann doch relativ schnell ab, gerade bei den Wischbewegungen vom Rand drüber. Ansonsten liegt das Gerät erstaunlich leicht in der Hand. Ja, es ist ein großes Gerät. Es ist langgezogen, so wie wir es kennen. Aber für die Größe, das habe ich, glaube ich, beim Auspacken auch direkt gesagt, es kommt leicht daher. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt nicht mehr wie beim Vorgänger noch eine schöne Alu-Rückseite hatten, die natürlich auch mal Beulen kriegen kann. Aber das war mal eine dicke Katsche. Ich glaube, Glas wäre da schon dran zerbrochen. Und der Vorgänger liegt schon schlanker in der Hand. Aber das, was ich sagen wollte, warum sich das Gerät so leicht anfühlt, das ist das Material vom Gehäuse. Das ist nämlich Kunststoff. Das ist kein Glas, das ist nicht, keine Warnung, was da immer wieder als 15-fache Beschichtung oder sowas genannt wird. Es ist einfach ein, ich will nicht sagen Plastikbombe, aber ein Plastikgehäuse. So, und das hier ist diese blaue Farbe und das ist schon fast wieder dieser Twilight-Farbverlauf. So ganz dezent. Oben ein bisschen helleres Blau, unten mehr in Richtung Lila.
Das sieht schön aus, das ist ein Hingucker, sowohl von der Rückseite, als auch wenn man sich dieses große Display und dann nur diese Tropfen-Notch anguckt. Ja, optisch macht das Gerät wirklich etwas her. Wenn ich es aber in der Hand habe, ich habe gesagt leicht, der ein oder andere mag vielleicht sagen Plastik oder auch billig. Kann ich nachvollziehen. Dallen, der man hier drauf klopft, ein Gerät aus Aluminium oder ein Gerät aus Glas, das wirkt schon wertiger. Ich kenne aber auch genügend, die sagen, nein, so ein Plastikgehäuse, das fühlt sich gerade im Winter, jetzt wo es draußen ist, das wird nicht so kalt wie Aluminium zum Beispiel. Das habe ich gerne in der Hand. Ist aber eine Geschmackssache. Was aber unbestreitbar ist, dass auch bei dieser hellen, schönen Farbe Fingerabdrücke auffallen. Ich habe es jetzt nicht geputzt, ihr seht es, ne? In der Regel sieht das dann so schön aus. Dann denkt man sich, ja, sieht gut aus. Und dann, ne, das ist ein Fingerabdruckmagnet. Mir geht es jetzt aber eigentlich weniger um die Fingerabdrücke. Und ich nehme mal ganz kurz das Mikrofasertuch. Jetzt wird das Ding mal wieder geputzt. Sondern um ein paar Auffälligkeiten auf der Rückseite. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, die unzähligen kleinen Kratzer einzufangen. Das ist ja ein bisschen, guck mal, ja, wenn wir da so ein bisschen spiegeln. Da guck mal, da hier, wo mein Daumen ist. Wenn man da so rüber geht, alles, was da so leicht glitzernd schimmert, das sind alles Kratzer. Diese Rückseite, genau, guck mal hier, wenn ich da wieder auch vorm Daumen, wenn ich jetzt hier rüber gehe, da, das sind so viele kleine Kratzer in dieser Rückseite schon drin, die man dann auch mit dem Fingernagel spüren kann. Das ist der Wahnsinn. Diese Rückseite sieht jetzt noch wirklich nett aus. Aber ich garantiere euch, im normalen Einsatz, nach 3 Monaten sieht dieses Ding aus wie ein anderes Telefon nach 3 Jahren richtig mitgenommen. Ist natürlich auch die Frage, vielleicht können auch die Spiegelungen, dann sieht es natürlich immer noch gut aus, wenn man nicht genau genug hinguckt. Aber die Rückseite, das ist ein Kratzermagnet. Das zweite, was mir aufgefallen ist, gut, das hier ist natürlich noch ein Huawei-Aufkleber. Und an dieser Stelle, nein, dieses Gerät ist nicht von Huawei geschenkt worden oder zur Verfügung gestellt worden. Nein, da habe ich von diesem Gerät gar nichts von gehört. Das habe ich mir selber gekauft. Das Huawei-Logo und dieses AI-Kamera-Ding sind irgendwie eingraviert, eingelasert oder sowas. Steht ein bisschen hervor, kann man spüren. Anderes Zeug, was ich gelesen hatte, das ist das CE-Kennzeichen, was ganz leicht eingelasert ist oder dass man das auch spüren soll, merke ich hier nichts von. Das dann vielleicht nur am Rande. Fingerabdrucksensor eingelassen, Kameras stehen so minimal raus. Das ist hier wieder 13 Megapixel plus 2 Megapixel, aber dazu kommen wir später. Und von der Bedienung an und aus kriege ich mit der Taste problemlos, leiser auch, lauter geht mit rechts nicht. Gleiches Spielchen auch mit links. Und wo wir gerade noch bei der Bedienung sind, ich habe hier, warum auch immer, keine Einhandwischgesten. Also ich habe es noch nicht mal, auch in den Einstellungen, sind die nicht zu finden. Die sind derzeit nicht auf diesem Gerät verfügbar. Ich hoffe, dass es noch per Update nachgereicht wird, dass ich dann, wenn ich in Apps bin, zum Beispiel Instagram Story, mein Lieblingsbeispiel, ich bin dann hier, gucke mir die Bilder an und denke mir dann irgendwann, guck mal, da hat wieder wer auch immer eine Story gemacht und dann will ich da oben hin. Und so geht nicht, also muss ich entweder das Gerät loslassen, umgreifen, gerade wenn man unterwegs ist, ist natürlich unsicher, oder ich muss mit der zweiten Hand kommen. Da ist gerade so eine Einhandbedienung, wie es Huawei bisher gemacht hat, immer schön vom Vorteil gewesen. Das vermisse ich, das vielleicht noch an dieser Stelle. Vielleicht kommt da ja noch ein Update. Kommen wir als nächstes zum Display. Und damit können sie eigentlich ganz gut punkten. Ich habe gesagt, 6,21 Zoll Bildschirmdiagonale, 19,5:9 Displayformat. Und eine Auflösung von 2340x1080 gibt 415 ppi Pixel pro Zoll. Und das sieht okay aus. Es ist nicht das hochwertigste Display. Gar keine Frage. Blickwinkel könnten auch besser sein, Farben vielleicht auch nochmal besser. Aber es ist im Alltagseinsatz hell genug. Natürlich könnte es auch noch heller sein. Aber ich mag an diesem Display in dieser Preiskategorie bis 250 Euro nicht dran motzen. Das ist ein großes, auch im Alltagseinsatz helle genuges Display, was Freude macht. Und bei dieser Preiskategorie kann ich es auch problemlos verknusen, dass die Ausleuchtung unten am Rand nicht hundertprozentig gut ist. Ich habe da so 2-3 kleine Schatten. Alle anderen Seiten sind okay, nur unten ist nur ganz minimal. Jedoch deutlich besser von der Ausleuchtung als die ganzen Honor View 20 Testgeräte, will ich an dieser Stelle mal sagen. Die haben da echt unten Probleme. Das kommen wir bei dem Test. So, aber das Display geht in Ordnung. Vor allem ist es ein großes Display. Ja, wie gesagt, Blickwinkel könnten hier und da ein bisschen besser sein. Aber wenn man darauf was guckt, wenn man da den ganzen Tag drauf starrt, geht in Ordnung. Habe ich jetzt so 20 Mal gesagt, das sollte ausreichen. Kommen wir vom Display zum Monolautsprecher, den ich nicht wirklich prickelnd finde. Wir starten einfach mal ein Video. Hallo YouTube und willkommen zum neuen Folge der Video. Heute
heute dreht sich alles um die gute Schokolade und ich habe ein perfektes Timing, denn gerade geht draußen die Welt unter. So, warum dreht sich heute alles um Schokolade? Weil vor einigen Ausgaben hatte die Stiftung Warentest einen, naja, Schokoladentest. So, unabhängig davon, dass die Stiftung Warentest und ich oft sehr unterschiedlich waren. So, wie bringe ich das jetzt am besten rüber? Ihr habt es beim Video schon gesehen, man kann reinzoomen, dann habe ich hier die Tropfennummer und verliere natürlich oben und unten etwas, aber macht auch Spaß. Der Lautsprecher geht zum Draufgucken so gerade, also zum Draufhören oder fürs mobile Hören so gerade in Ordnung. Also gerade wenn ich da jetzt auf Achse bin und abends nochmal im Hotelzimmer oder von mir aus auf einem eigenen Bett und darauf dann nochmal eine weitere Folge YouTube, Netflix, was auch immer gucke, das geht hin, aber es ist kein wirklich schöner Lautsprecher. Vor allem fällt mir auf, ich habe hier kein leises Grundrauschen, das ist schön, es knarzt auch nichts bei leisen Lautstärke, ich wollte schon leisen Temperaturen sagen, aber ich habe hier so null vernünftige Abstufung, so von 10 bis, ich sag mal, Position 50, das sind nicht wirklich viele Schritte. Also das ist so total minimal, der ist nicht sauber abgestimmt auf die Stufen, wenn man es da macht. Ab 70% fängt es ja auch an zu scheppern und zu knarzen. So richtig, richtig laut wird der nicht. Und von der Klangqualität, da kommt nicht mal ein Hauch von Bass. Ab 70% will ich das nicht aufdrehen. Das ist, damit man aber was im normalen Alltagseinsatz hört. Sag mal, wenn man dann YouTube, wenn man Video guckt oder Nachrichten hört oder Radio hört oder sowas, dann muss man den schon auf 50-60% stellen. Da hat man nicht wirklich viel Spiel, wenn dann laute Umgebungsgeräusche sind, Wasserrauschen oder sowas ist. Also es ist auch so, ein Lautsprecher, den ich maximal noch als gerade okay durchgehen lasse. Das ist nicht wirklich ein schöner Lautsprecher. So, das ist das, wo ich mir denke, beim Display haben sie sich eigentlich noch so gut Mühe gegeben, beim Lautsprecher, so, finde ich halt dann an dieser Stelle ein bisschen schade. Was ich auch schade finde, nein, noch nicht zur Performance. Wir kommen zu den Kameras. So, und da haben wir wieder unsere Huawei Standardkost. 13 Megapixel auf der Rückseite plus 2 Megapixel Tiefensensor und auf der Vorderseite nochmal 8 Megapixel. Das ist eigentlich das Niveau, auf diesem die sich diese Huawei-Teile bewegen seit 2,5 Jahre. Die Kamera, ich will jetzt nicht sagen, so langsam könnten sie mal ein Update machen. Ich finde das auch noch so gerade so als Standardqualität. Hier und da denke ich aber, vielleicht ist sie auch ein Tick schlechter, als ich das von den ganzen Huawei-Geräten in dieser 200 bis 300 Euro Preiskategorie gewohnt bin. Es reicht hier und da für einen normalen Schnappschuss, dass sie dann hier hinten aber mit AI-Kamera werben. Nein, das ist auch, dass ich jetzt hier so einen Nachtmodus habe. Nein, ja natürlich ist der gleich der ein bisschen aus der Handkamera, die Erschütterung aus, um dann eine Langzeitbelichtung zu spielen. Aber das ist nicht mal minimal auf dem Niveau von den großen Geräten. Gar keine Frage. Aber um es in Preisen auszudrücken, wenn ich sage, das Ding kostet 250 und wenn ich jetzt gucke, was kosten die großen, ein Tausender, also Faktor 4. Dieser Nachtmodus ist gefühlt nicht mal ein Viertel so gut wie die anderen. Das ist das, was ich hier gerade so finde. Ja, es ist okay. Ja, ich fange damit ein bisschen auch mehr Licht ein. Aber das Ergebnis ist in der Regel mäh. Und so ist das auch in dem Moment, wo ich die AI-Funktion einfüge, weil es ist nämlich folgendes Szenario. Guckt mal bitte auf folgendes. Ich mache ein normales Foto, 13 Megapixel. Ich schalte die AI-Funktion ein, 8 Megapixel. Und das merkt man. Ich habe ja nichts gegen Pixelreduzierung. Das kennen wir von anderen Geräten, ne? Dass die dann die Pixel zusammenfassen und deutlich bessere Fotos machen und. Man braucht ja keine 13 Megapixel für ein normales Foto oder 28 oder 48 oder sowas. Aber wenn man sich dann die Fotos anguckt, einmal mit 13 Megapixel, einmal dann mit AI und 8 Megapixel, dann frage ich mich, was ist diese das? Nein, also ich hoffe, ich bringe das gerade mal vernünftig einigermaßen rüber. Ich kann, wenn ich Licht habe, auch mal ein vernünftiges Foto machen. Keine Frage. Aber das kann ich seit ein paar Jahren damit. Und ich habe hier keine Entwicklung, dass die Fotos irgendwie dann doch noch mit genug Licht noch mal besser werden. Oder sobald es dunkel wird, kann man hier die Fotos verknicken. Auch Videos kann ich hier in der Regel eigentlich knicken. Bildstabilisation ist grauenvoll. 1080p Videos, also Full HD ist das Maximum, was ich an Auflösung rauskriege bei Videos. Keine 4K-Aufnahmen. Und diese Full 1080p Videos sehen in der Regel, wenn man sie dann vernünftig anguckt, eher aus wie 720p. Gerade sobald es ein bisschen dunkler als Ideallicht wird, dann pixelt das auf. Audioaufnahme fand ich dann erstaunlich noch okay. Und was mich ein bisschen immer wieder verwirrt, ist die Frontkamera. 8 Megapixel Modul.
Ne, diese Bokeh-Funktion geht auch immer mehr wieder. Ich habe hier einige Spielereien, ich habe wieder einen Verschönerungsmodus und ich kriege auch hin und wieder auch mal vernünftige Fotos damit hin. Oder auch Selfies damit hin. Aber es ist an vielen Punkten, gerade die Selfie-Kamera oder gerade das Kameraerlebnis, ein bisschen lahmarschig. Damit meine ich jetzt teilweise, wenn man da zwischen Fotos und Videos, wenn man dann wieder zurück auf die Fotokamera, das waren jetzt gerade schöne Beispiele. Jetzt macht der Sausack das hier gerade ohne Probleme. Das ist doch jetzt nicht wahr, ne? Jetzt nochmal, und das passiert so oft und ich wechsle, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt die aus dem Lockscreen daraus bin und nicht normal über die Fotokamera-App dann gestartet bin oder im normalen Betrieb oder sowas. Aber ich komme immer mal wieder bei der Kamera an Gedenksekunden zwischen, ich mache ein Foto, ich gucke es mir an. Also die normale schöne Performance, die ich dann, ja guck mal, danke, das ist es gerade. Wenn man dann immer mal wieder sich Fotos anguckt oder immer mal wieder wechselt, dann dauert es eine Sekunde einfach länger, als es sein müsste. Und das ist jetzt die Überleitung zur Performance. Wir haben hier den Kirin 710, wir haben 3 GB RAM, was ja nicht schlecht ist, aber das ist die gleiche, auch wenn da 710 dran steht. Und vielleicht, wenn die da ein bisschen mehr Megahertz reingetaktet haben. Aber das ist die gleiche Einheitsperformance, die wir, piep auf Benchmarks, ich sage hier einfach nur, was ich, und ist ja nicht mein einziges Huawei- und Huawei-Gerät, mit dieser Konfiguration. Und es ist auch nicht mein einziges Gerät mit einem Kirin 659 und 3 GB RAM, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das ist das gleiche Erlebnis. Ja, hier und da läuft jetzt Android 9 mit Emotion UI 9 so ein Ticken flüssiger. Wo ich sage, oh ja, hier diese Animation, das ist jetzt hier deutlich netter. Und sowas, ne, wo ich dann denke, okay, ne, reinwischen, ist nett. Aber immer wieder, wenn ich dann bei Apps bin, die starten, ja, das geht auch und dann wechsle ich und dann startet die nochmal. Das ist eigentlich in der Regel oft eine schöne Performance und dann wechselt man wieder zurück und dann nimmt man sich seinen Webbrowser, der nochmal wieder was laden muss und dann zoomt man da rein. Da hattet ihr gerade den kleinen Sprung gesehen in der Animation. Das ist, und da ist auch wieder das Ruckeln. Das ist das, und da die Verzögerung beim Wechseln, beim Laden wieder und da die Wischgeste, die nicht vernünftig genommen wurde. Jetzt läuft es wieder ruckzuck flüssig. Das sind immer mal so kleine Verzögerungen, die da sind. Warum ich dann immer sage, wenn mir dann einer sagt, das ist ein Mittelklasse-Gerät. Nein, wenn das Mittelklasse ist, dann kriege ich einen Schreikrampf. Das ist das, was Einstiegsklassenniveau ist. Das, was man sich bei einem Smartphone so, damit fängt man meiner Meinung nach an. Aber dazu kommen wir gleich später nochmal. Was ich sagen will, zu 99% läuft das Ding im Alltag flüssig, vernünftig, dass man sagen kann, ja, damit kann ich leben, damit mache ich Fotos, damit mache ich was auch immer, damit fange ich dann auch mal die größeren Spiele an, die vielleicht auch was länger zu laden brauchen. Wenn sie dann geladen sind, je nachdem läuft es dann auch vernünftig flüssig, nicht immer, aber es sind so, ja, das meine ich da wieder mit den leichten Verzögerungen. Das ist keine Hardcore-Spielemaschine. Das, um es damit zu sagen, wer damit aber dann rumsurft, wer damit dann seine sozialen Netzwerke macht und Insta-Dinger und sowas verfolgt und sowas. Ja, gerne kann man als Basisgerät nehmen, keine Frage. Man kann damit auch rumnavigieren, man kann seine Serien gucken, man kann YouTube und das einfache Zeug, ja. Aber auch mit Emotion UI 9, was ja hier drauf ist, und Android 9, habe ich jetzt nicht die Animationsmini-Ruckler, aber ich habe im Alltag immer mal wieder Ruckler. So, oder Gedenksekunden. Das will ich damit sagen, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Das ist vielleicht, ich will nicht sagen, jammern auf hohem Niveau, aber wenn das Kiste jetzt ein Jahr auf dem Markt wäre und dann große Updates bekommt und dann nicht mehr hundertprozentig flüssig läuft. Aber wenn man das direkt vom Start hat, dann ist das hier ein bisschen frustrierend. Wobei ich auch weiß, und deswegen sage ich ja, das ist ein Gerät, 200 €, dann nehmt ihr es, dann geht ihr in diese Richtung, dann nehmt ihr das, aber vorher halt nicht. So, und dazu kommen wir gleich noch, warum nicht. Akkulaufzeit. Kommen wir was zu einem relativ okayen Erlebnis. Wir haben ja hier einen 3400 mAh Akku und ich habe wieder meine diversen Tests laufen lassen. Und eine Stunde Netflix bei Autohelligkeit sind 12%. Okayer Wert, wobei ich da eigentlich, ihr müsst eigentlich
Autohelligkeit, macht man dich da mal ganz kurz scharf auf den Zettel. Komm schon, liebe Kamera. Na, ach, da kam es gerade. Was ich sagen wollte, Autohelligkeit, normale Nutzung und E-Books und Comics eigentlich jeweils nochmal, eigentlich einen Prozentpunkt mehr denken, weil bei Autosettings war es dann auch gefühlt immer so ein Ticken zu dunkel. Also, Auto, eine Stunde Netflix bei Autohelligkeit, 12 Prozentpunkte, eine Stunde Netflix bei 100% Displayhelligkeit, 18%. Da seht ihr mal, wie hell und auf was für ein Energiefresser das Display sein kann. Eine Stunde normale Nutzung, 14% und eine Stunde E-Books und Comics, 12%. Wieder aufgeladen hat sich die Kiste von 10 auf 100% in unter 2 Stunden. Das war eigentlich ein okayer Wert. Auch die Akkulaufzeit passt. Das ist jetzt genau das Mittelding, wo ich sage, ich komme bequem durch den Tag. Ich schaffe auch 1,5. Na, 2 gebe ich der Kiste nicht. Gerade wenn ich die Helligkeit noch ein bisschen hochschraube. Das ist eine okay Nummer mit dem Akku. So, und vor, wobei ich mir dann auch denke, vielleicht hätten sie ihn ruhig auch noch wie beim Play vielleicht oder so, oder bei drei, ne, wie man klingt ja hier und ich will nicht sagen, klingt was hohl, nee, aber wahrscheinlich hätten sie, oder ist ja auch ein bisschen leicht hier und da, wahrscheinlich hätten sie problemlos einen 3750 mAh Akku reinbauen können und dann wäre hier nochmal eine schönere Akkulaufzeit drin gewesen, haben sie nicht gemacht, man kommt aber hier bequem durch den Tag, muss man nicht viel drüber nachdenken. Natürlich haben wir hier sowas nicht wie drahtloses Laden und man kann sich, und auch ich rege mich, über den Micro-USB-Anschluss auf. Wir haben 2019, dass man da noch ein Gerät damit rausbringt, verstehe ich nicht. Ich weiß, es gibt einige Fans, die mögen Micro-USB oder die finden es nicht schlimm. Für meinen Teil ist es aber die Sache, es ist inzwischen 80-90% aller neuen Hardware, egal was rauskommt, hat inzwischen USB-C als Anschluss, als Stromversorgung. Und ich meine jetzt gar nicht als Vorteil, dass man das beide Richtungen reinstecken kann. Ich meine jetzt einfach, das ist der neue Standard, das nutzt man zum Laden und ich finde es blöd, wenn ich dann für ein elektronisches Gerät in Zukunft noch, ob es ein Smartphone, ob es ein Tablet oder Kopfhörer ist, noch Micro-USB rumschleppen muss, noch ein extra Kabel mit rumschleppen muss oder einen extra Adapter mit rumschleppen muss. Das muss nicht sein. Vor allem, weil die Preise, daran kann es nicht mehr liegen. Andersrum denken sich einige, ich brauche keinen Kopfklinkenanschluss mehr, hat das Ding aber noch, freuen sich einige drüber. Ich freue mich immer noch, wenn es das hat. Kommen wir zum Empfangsqualität und auch zum Telefonieren, wo wir den Kopfhörer gerade haben. Empfangsqualität, egal ob Mobilfunk, egal ob WLAN, Standard. Absolute Standardkost. Auch damit telefonieren am Ohr. Klingt total Standard. Sowohl ich höre mein Gegenüber okay, als auch mein Gegenüber gehört mich okay. Freisprechen, also mit dem eingebauten Lautsprecher. Mein Gegenüber hört mich ganz normal, als ob ich halt mit freispreche oder auf laut gestellt habe. Ich finde aber die Klangqualität, und das liegt an diesem bescheidenen Lautsprecher von meinem Gegenüber, sehr bescheiden. Telefonieren mit Kopfhörern oder auch Musik damit hören, gar kein Problem, egal ob es Bluetooth ist. Die Kiste hat 4.2, nicht 5.0, geht total in Ordnung. Da mag ich überhaupt nicht dran motzen, da es läuft. Ich habe NFC verbaut, ich kann hier auch Google Pay mit benutzen, das funktioniert. Was ich konstruktionsbedingt bescheuert finde, dafür müssen wir es einmal nach oben umdrehen, das hatte ich ja vielleicht am Anfang noch erwähnen sollen. Ich habe den SIM-Kartenschacht hier oben. Es ist ein Kombi-Slot. Ich habe die Möglichkeit, 2 Nano-SIM-Karten oder eine Nano-SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte reinzupacken. Das ist eine schöne Wahl, aber was ich total bescheuert finde, nicht, dass der Slot hier oben ist, aber dass der Slot links im Slot selber das Loch hat, zum Reinpieksen, um den Schacht rauszuholen. Und direkt daneben ein anderes Mikrofon hat. Das ist eine Fehlkonstruktion. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da hingucken und dann einfach ins Mikrofon reinpiksen und sich wundern, der Schacht kommt nicht raus und dann die Nadel oder die Büroklammer da richtig noch tiefer reinrammen und damit das Mikrofon zerstören. Das kann man, liebe Handyhersteller, sehe ich in letzter Zeit leider sehr oft, vor allem beim Huawei-Konzern. Das ist Murks. Das könnt ihr so nicht konstruieren. Damit produziert ihr einfach Fehler bei den Leuten. Natürlich kann man sagen, hier sind die selber schuld, wenn sie nicht aufpassen. Aber ich meine, wenn ihr also baut es wieder an die Seite, da kommt ist sonst kein Mikrofon da und keiner piekt rein. Das dann vielleicht nochmal nachgeschoben. So, kommen wir zum Entsperren mit der ganz normalen Kamera. Das ist halt nichts mit Infrarot oder sowas. Funktioniert in der Regel. Ich sitze gerade ein bisschen schräg hinter der Kamera, deswegen funktioniert es gerade nicht. Na, jetzt erkennt er mein Gesicht nicht. Ich glaube, es hackt. So, ich habe es so eingestellt, dass man nicht hochwischen muss, dann entsperrt er sofort. Funktioniert so zu 80% über den Tag verteilt. Ne, sobald es dunkel wird, Lichtverhältnisse nicht gut sind, dann könnt ihr das knicken. Dann muss man wieder mit Code, Muster oder mit dem Fingerabdruck entsperren. Also Gesicht entsperren, naja, so okay. Also, ne? Und wo wir einen Rückschritt haben, ganz klar Fingerabdruckscanner. Das geht
in der Regel auch gut und schnell, aber oft funktioniert es mal nicht oder wir haben hier eine Sekunde Verzögerung. Das ist, fällt im Alltag nicht auf, aber das ist sowas, was ich Huawei ankreide. Es sind nicht mehr die guten, schnellen Fingerabdruck in Sperrsachen, diese ganzen Wows, auch bei einfachen Geräten, die wir in den letzten 2 Jahren hatten. Keine Ahnung, ob die da an Teilen sparen, ob die, was auch immer, ob die sagen, ach, das reicht auch, ne? Ja, tut es, aber es ist halt nicht mehr auf dem super geilen Niveau wie die letzten Jahre, muss ich ganz klar sagen. So, was haben wir sonst noch? Wasserdicht ist die Kiste auch nicht. Damit, sonst GPS ist mir nicht großartig was zu aufgefallen. Und damit sind wir durch. So, und jetzt kann man sagen, ja, es ist ein okayes Gerät. Ich habe mal gesagt, 250 Euro, nein. Und jetzt sage ich euch auch wieso. Aus dem einfachen Grund, 250 Euro kostet ein Honor Play. Geilerer Prozessor. Besser verarbeitet, gefühlt auch bessere Kameras. Akkulaufzeit sollte auch länger sein. Und es ist gerade vom Kirin 970 darin verbaut. Das ist eine komplett andere Leistungskategorie als das Ding. Und deswegen, für den gleichen Preis, kann ich die Kiste einfach nicht empfehlen. Das ist, in den letzten Jahren hatten wir immer diesen, ich will nicht sagen, ja doch, Honor Einheitsbrei oder dieses Gerätekonstrukt mit der gleichen Hardware, mit einer ähnlichen Kamera, für 200 bis 250 Euro. Da ist das Huawei P Smart 2019 genau der gleiche. Und es ist auch wieder das, wo ich sage, wer ein Gerät vom letzten Jahr hat, das P Smart vielleicht als Vorgänger, und da steht euch zu wechseln. Oder wer so ein Honor 8X, brauche ich noch nicht mal 7X aus dem letzten Jahr hat. Nee, selbst wenn man vielleicht ein Honor 6X noch hatte. Nein, wenn man diese Generation da aus 2016 Anfang hat, ab da. Nee, das wäre halt kein vernünftiger Sprung, wo ich dann sage, das ist jetzt alles so viel schneller, schöner, besser geworden. Nee, vielleicht ist es so ein bisschen besser geworden, aber es lohnt sich nicht. Das will ich hier damit sagen. Die Kiste guckt man sich bitte an, sobald es Richtung 200 geht, aber um die 250 Euro, nein. Da gibt es ein Honor Play, gleicher Konzern, alles sehr viel ähnlich, aber mit deutlich mehr Bums für Spiele, für Zukunftssicherheit, für... Ihr wisst, was ich sagen will. So, ganz klare Ansage. Oder man legt noch ein bisschen drauf und will es kleiner und mit besserer Kamera. Honor 10, da hat der Konzern einfach anderes geiles Zeug zu bieten. Muss ich jetzt an dieser Stelle so deutlich sagen. Und wenn man was anderes nimmt, ich verstehe es auch nicht, gleich ähnliche Hardware wie beim Honor 8X, aber das Honor 8X hat einen deutlich größeren Akku mit dabei und ein paar, ne? Wie am Anfang gesagt, Elektronikmärkte und der Markt will es. Irgendwelche Nasenbänder draußen kaufen es. Deswegen werden diese Dinger produziert. So, und damit bin ich am Ende. Es gibt andere Sachen, die man sich auch angucken kann. Ne? Nokia 7 Plus, Xiaomi A2 zum Beispiel, Motorola G6 Plus, wobei es da bei einigen jetzt auch die Nachfolger gibt. Und da sticht so ein Gerät leider nicht raus. Und da hat sogar der eigene Konzern bessere oder günstigere Alternativen zu bieten. Wie ein A8X, was gerade schon deutlich günstiger zu haben ist. Damit soll es jetzt gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!